Liebe Frauen in Bremerhaven und in der Region, werdet ihr schon leicht nervös und zittrig? Und liebe Männer, habt ihr eure Frauen im Griff? 50 Shades of Grey hier im Cinemotion Kino, das wird der Renner. Die NZ hat eine eigene Veranstaltung und Uwe Zander als Cinemotion und Kinoexperte schlechthin. Lohnt es sich, diesen Film zu schauen? Also was wir bisher gesehen haben, ja. Bitte gleich darauf achten, der Film hat eine FSK 16, also bitte nicht zu viel erwarten, weil sonst würden wir in der Porno-Ecke landen und das geht natürlich gar nicht. Auch die 18 würde nicht funktionieren in Deutschland und die Amis sind natürlich ein bisschen prüder, also haben wir da ein Problem. Aber sonst ich sag mal so, das ist mehr Kopfkino. Wer einen Porno erwartet, ist hier falsch. Richtig, vollkommen richtig. Aber eben so leichte Tipps, wie man es machen könnte und das Interesse bei den Leuten ist ja nun auch da, das wird schon auf der Leinwand vermittelt. Ja, was man so im sexuellen Bereich machen könnte. Uwe, du hast da was in der Hand. Was hast du da in der Hand? Typisch, dann sehe ich dann aus dem Baumarkt einen Kabelbinder, ein bisschen Klebeband und ein bisschen Seil, das so, und was damit gemacht wird, das kann man sich dann auf der Leinwand angucken. Kannst du uns schon ein paar Tipps geben? Was macht man denn damit? Nee, mache ich nicht, sonst ist die Freude weg. Aber die Frauen, die die Bücher gelesen haben, die wissen das sicherlich. 50 Shades of Grey. Wir sind gespannt auf das, was uns hier erwartet. Uwe sagt, Filmnote 1. Ja. Okay, also herkommen, Zuschauer. Mit welchen Erwartungen gehen Sie jetzt gleich in diesen Film? Also ich habe das Buch gelesen und ich lasse mich mal überraschen. Man hat so ein bisschen gehört in den Kritiken vorweg, das Buch ist wesentlich besser als der Film. Turnt das nicht so ein bisschen ab, hier ins Kino zu gehen? Nö, jetzt will ich es eigentlich erst recht sehen, ob das sich bestätigt oder ob das jetzt einfach nur, also für mich sind es erstmal nur Vermutungen. Verraten Sie uns doch mal ein bisschen was vom Inhalt, wenn Sie das Buch schon gelesen haben. Also es ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Es ist im Grunde genommen irgendwie eine Romanze, würde ich sagen, die aber leicht in die Sadomaso-Richtung geht. Das ist faszinierend. Spannend. Jawohl. Für die Frau oder auch für den Mann, diese Geschichte? Also wenn man sich umguckt, ich denke, hier werden mehr Frauen sein. Ich denke mal, Männer wird man da nicht viel antreffen. Die werden sich wahrscheinlich eher zurückhalten. 50 Shades of Grey im Cinemotion Kino, die NZ-Vorstellung heute. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in den Film? Ich gehe in die Erwartung, dass ich mich überraschen lasse, also dass das keine Originalumsetzung des Buches ist, sondern dass da auch so ein bisschen, ja, so das Kopfkino so ein bisschen weitergeht, dass das also nicht so intim in allen Details, wie das im Buch beschrieben ist, dargestellt wird, sondern dass da so ein Handlungsstrang dran ist, ja, und dass das unterhält. Das Buch haben Sie gelesen? Das Buch habe ich gelesen, ja. Das hat Ihnen sehr gefallen? Ja, das habe ich, glaube ich, schon vor 2 Jahren gelesen. Und es ist so für Frauen, von einer Frau geschrieben. Das ist so, sag ich mal, das Thema so ein bisschen anders geschrieben, als es, wenn es für Männer geschrieben ist. Und das hat mich interessiert. Das war damals ein Bericht in einem Magazin. Und denke ich, kaufe ich mir mal. Und ja, ich sage eine Woche und dann hatte ich es durch. Und irgendwann hat es meinen Mann fasziniert. Und dann habe ich die anderen Bücher auch alle gelesen. Und Sie als Mann müssen mit oder wollen mit? Ich wollte gerne mitgehen, weil ich habe die Bücher auch gelesen, alle drei. Und dann wollte ich mir das jetzt nicht entgehen lassen und hoffe auch, wie meine Frau, vielleicht noch mal ein paar Ideen, dass man noch mal gereizt wird, jetzt aus dem Film heraus, dass man gedanklich vielleicht noch mal weiterspinnt, weil nicht alles gezeigt wird, was im Buch steht. Wenn Sie als Mann diesen Film schauen, auch aus voller Überzeugung, muss man sich da mal im Bekanntenkreis einen Spruch gefallen lassen? Auch die wissen das gar nicht unbedingt. Also, aber beziehungsweise auch ein Kollege hat es auch gelesen. Wir haben auch während der Arbeit darüber gesprochen. Also ja, es ist schon recht interessant. Und so werden wir auch wahrscheinlich jetzt über den Film wieder reden, damit er dann auch noch mal kommt dann. Super, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, danke schön. Shades of Grey, Erotik pur. Mit welchen Erwartungen geht ihr jetzt gleich in den Kinosaal? Oh, gute Frage. Noch keine Erwartung. Also das Buch ist gut. Meistens wird der Film nicht so gut, aber ich erhoffe mir mehr davon. Ja. SM, harter Sex, ist das, was ihr auch mögt? Dazu sage ich jetzt nichts. Kein Kommentar. Aber ist es so, dass man sich tatsächlich Anregungen holen kann, Ideen? Klar. Also ist auf jeden Fall interessant, auch was andere so machen, ne?